So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Letzte Legislatursitzung im Thüringer Landtag in dieser Legislatur, die 141. Grund genug, mit den jeweiligen Fraktionsvertretern zurückzuschauen. Stefan Möller steht neben mir, stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion der AfD. Einst als größte Oppositionsfraktion an den Start gegangen, dann einige Abgeordnete verloren. Jetzt im Rückblick darauf, dazu kommen wir nochmal, aber wollen wir erstmal zur aktuellen Sitzung kommen. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste der vergangenen drei Tage? Für mich war definitiv das Highlight die eben stattgefundene Aussprache zum Abschlussbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission. Da geht es um die sogenannte Kontrolle des Verfassungsschutzes, die aus unserer Sicht natürlich gar nicht stattfindet, weil erstens seit 5 Jahren keine neue parlamentarische Kontrollkommission konstituiert werden konnte, weil die Mitglieder nicht vollständig gewählt worden sind, erst unsere nicht und jetzt nach den Neuregelungen eben auch keine. Ja, und dann auch die Art und Weise, wie die parlamentarische Kontrollkommission ihre, der Rumpf, der da noch vorhanden ist aus der letzten Legislatur, wie der mit den Schutzpflichten umgeht, die sie hat. Also da wird auch sämtliche Rechtsprechung ignoriert beispielsweise, die dem Verfassungsschutz Schranken setzt. Und das ist natürlich für uns immer ein Grund, darauf hinzuweisen, dass diese Methode, mittlerweile eben auch Abgeordnete zu bespitzeln, auch zu schauen, was die auf dem Konto haben, es wurde ja heute auch erwähnt vom Herrn Balk, wohin die verreisen, mit wem die verreisen, ja, das sind Eingriffe ins Privatleben, die man sich so in einem Rechtsstaat nicht vorstellen kann. Und dass dann auch noch solche Bespitzelungsvorgänge im Gegensatz zu Schwerverbrechern, die ja, sag ich mal, richterlich das überprüfen können, bei uns geheim gehalten wird, dass man also gar nicht erfährt, wie tief in die Privatsphäre eingegriffen wird, das ist für uns Grund genug, natürlich da in besonderem Maße deutlich zu werden. Das haben wir auch gemacht. Das Wort bespitzeln ist natürlich ein näherer Vorwurf, ne? Naja, wenn jemand ihre Telefonate abhört, nicht nur ihre, sondern beispielsweise auch den Internetverkehr der Wohnung, in der sie wohnen, also das betrifft ja nicht nur mich, es betrifft auch meine Kinder, es betrifft meine Frau, ja, es betrifft jeden, der mir was schickt. Ich finde, das kann man durchaus nur als Bespitzeln bezeichnen. Ja, also was ist das sonst? Ja. Ist es Aufklärung? Ist es würde ich sagen, nein. Ich habe niemals eine Straftat begangen. Ich stehe für eine gewisse politische Position, für eine Meinung. Ich habe nie Grundrechte irgendwelcher Menschen verletzt. Ja, ganz im Gegenteil, beispielsweise zum Innenminister. Und trotzdem werden so harte Eingriffe bei mir vorgenommen. Ja, findet so eine Bespitzelung statt. Und ich kann mich dagegen nicht mal wehren, weil ich es nicht mal erfahre. Das heißt, wenn Ihre Fraktion ein Auskunftsersuchen stellt, bekommen Sie nichts? Doch. Ich bekomme das, einen Teil davon, also als ich jetzt zum Bürgermeister kandidiert habe, dann hat da die Wahlkommission ja einen 36-seitigen Bericht vom Verfassungsschutz über meine Person bekommen. Ja. Ich habe, sag ich mal, 2 oder 3 Seiten bekommen. Das heißt, man teilt mir ja nur einen Bruchteil von dem mit, was man anderen Menschen über mich mitteilt. Ja, das heißt, wie soll ich überprüfen, was diese Behörde über mich sammelt. Das ist für mich genauso intransparent, nehmen Sie mir nicht übel, wie die Staatssicherheit in der DDR. Ja, auch das ein hehrer Vorwurf. Bleiben wir mal bei der Geschichte Verfassungsschutz. Nun sagt der Verfassungsschutz, die AfD in Thüringen und damit eben auch die AfD-Mitglieder im Thüringer Landtag sind in Gänze gesichert rechtsextremistisch. Ja, und Sie sagen, nein, wir stehen ganz klar auf dem Feld der demokratischen Grundordnung, freiheitlichen Grundordnung. Wie erklären Sie sich das dann? Naja, ich meine, der Präsident des Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, wollte gerne für die SPD in den Bundestag einziehen 2021. Ja, das heißt, wir sind direkte Konkurrenz von ihm. Ja, er hat aber auch vorher zurückgezogen. Ja, aber warum denn? Weil der Druck, den wir natürlich auch gemacht haben, indem wir diese Diskrepanz offengelegt haben, ne, zu groß wurde, selbst für die SPD zu groß wurde. Ja. Aber es ist ganz klar, wir sind der mächtigste politische Konkurrent der SPD, die geht runter, wir gehen stark nach oben. Ja.
und man versucht, uns zu bekämpfen. Das einzige Mittel, was die haben, weil sie uns inhaltlich nicht stellen können, ist immer wieder der Nazi-Vorwurf. Ja? Und schauen Sie sich mal an, auch jetzt wieder beim Bericht der Parlamentarischen Kontrollkommission. Was wird denn uns konkret vorgeworfen? Es wird gesagt, wir hätten Kontakte zu Rechtsextremisten. Zur Begründung sagt man, wir würden bei Veranstaltungen von Rechtsextremisten teilnehmen. Gut, sagen Sie uns welche. Sagen Sie uns konkrete Veranstaltungen. Nicht mal das kommt. Ja, einfach eine pauschale Behauptung, mehr kommt nicht. Wissen Sie, wenn wir auf einer Demo teilnehmen, beispielsweise in Gera, ja, wo viele, viele hunderte normale Menschen sind und aber eben auch Rechtsextremisten sind, dann nehme ich dort ein Grundrecht wahr. Dann nehme ich vor allem auch die Verpflichtung, als Abgeordneter wahr, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen. Ja. Und das will mir dieser Mann verwehren. Weil wenn ich es tue, werde ich ja als Rechtsextremist geframed und beobachtet. Ganz ehrlich, das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun, vor allem nichts mit Rechtsstaatlichkeit. Dann wie kann man aus Ihrer Sicht die Sache bereinigen? Naja. Denn es wird doch unstrittig, ist doch, dass der Verfassungsschutz generell durchaus gebraucht wird, oder? Das ist nicht mehr unstrittig. Also wir sind mittlerweile der Überzeugung, dass das eine Institution ist, die nicht reformierbar ist. Sie wird immer missbraucht werden, weil die Versuchung einfach zu groß ist. Es ist ein Amt, was politisch besetzt wird. Ja, also Herr Kramer ist SPD-Mann, der Innenminister Meyer ist SPD-Mann. Wir haben interne Kommunikation aus dem Amt des Verfassungsschutzes für Verfassungsschutz durchgestoßen bekommen, in dem ganz klar erkennbar wird, dass SPD-Vorsitzende darauf gedrungen haben, die AfD zum Prüffall und später auch zum Verdacht zum Beobachtungsfall zu erklären. Das ist die politische Instrumentalisierung einer staatlichen Institution zum Kampf gegen die Opposition. Das ist ein Verstoß gegen die Chancengleichheit der Opposition. Und die Chancengleichheit der Opposition ist eine tragende Säule der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und damit ist eigentlich auch klar, wer hier verfassungsfeindlich reagiert. Andererseits hat ein Gericht, da ging es natürlich jetzt nicht um die Thüringer AfD, vor gar nicht so wenigen Tagen klar entschieden, dass man berichten bzw. auch ermitteln. Also das ist... lauter ist, auf Deutsch gesagt, auch weiter die AfD zu beobachten. Verdachtsfall. Das ist die Verdachtsfallentscheidung vom, ja. Vom OLG, vom UVG Münster. Richtig. Was heißt Verdachtsfall? Verdachtsfall heißt, es gibt Anhaltspunkte dafür, dass es rechtsextremistische oder extremistische Bestrebungen geben könnte. Die finde ich übrigens überall. Die finde ich sogar bei der CDU. Also kann ich immer begründen. Wenn Sie einen guten Juristen haben, begründe ich die bei jedem. Ja. Und das ist genau der erste Webfehler, ja, im gesamten Verfassungsschutzkontext. Die Abgrenzungskriterien sind so amöbenhaft, dass ich darunter alles und nichts einordnen kann. Und damit habe ich einen unendlich weiten politischen Einschätzungsspielraum, wen ich mit dieser Maßnahme überziehe und wen nicht. Ja. Wissen Sie, wenn ein Europakandidat der Linken in seiner Vorstellungsrede sagt, wir Würde unter Druck setzt, auch mit Methoden, die er nicht, besser nicht benennt. Und dann klatscht die ganze Partei. Ja? Offensichtlich ja zu einem gewalttätigen Ansatz im Umgang mit politischen Gegnern oder denen, die denen Räume geben. Dann wird das nicht beobachtet. Ja? Bei uns gibt es solche Aussagen nicht. Bei uns gibt es einfach nur migrationspolitische Aussagen, die übrigens mittlerweile auch von der CDU genannt werden. Bei uns werden sie herangezogen, um damit zu behaupten, wir wären erwiesen rechtsextrem. Bei der CDU spielt das keine Rolle. Ja? Da merken Sie es doch schon, hier gelten doch ganz verschiedene Standards für unterschiedliche Parteien. Und ich muss es halt leider auch sagen, das spielt im Fall der Verdachtsrechtsprechung überhaupt keine Rolle. Ja? Damit setzt sich ein Gericht gar nicht auseinander. Das ist auch ein weiterer Webfehler, dass die gerichtliche Kontrolle solcher Maßnahmen, die politisch sehr tief ins System eingreifen und auch den Wähler beeinflussen, natürlich, das ist völlig inakzeptabel für eine Demokratie und einen Rechtsstaat. Die Fraktion hat ja geklagt, wir haben ja auch darüber berichtet, wie weit ist denn dieses Verfahren? Das ist der dritte Webfehler. Die Verwaltungsverfahren von den Verwaltungsgerichten dauern unendlich. Wir haben nicht mal eine Verhandlung bisher gehabt. Ja. Nun würde ich ganz gern unabhängig davon noch mal zwei Fragen stellen. Ich muss es mal allgemein machen. Erstens, für Sie selber, ich meine, ist wahrscheinlich augenscheinlich, ist die AfD keine rechtsextreme Partei. Sie hat auch keine rechtsextremen Mitglieder? Das würde ich so nicht sagen. Wir haben Problemfälle, ja, aber wir werden Problemfälle auch los. Wir haben beispielsweise aktuell auch Parteiordnungsverfahren gegen Leute laufen, die aus unserer Sicht die Grenzen überschritten haben. Das gibt es.
Ja. Und das ist der Unterschied zur Linken. Die macht sowas bei ihren linksextremen Gefolgsleuten nicht. Schauen wir mal, kommen wir mal zurück in den Thüringer Landtag. Wenn Sie auf die vergangenen 5 Jahre schauen, auch aus Sicht der AfD, was ist aus Ihrer Sicht gut gelaufen, auch für die Fraktion, was weniger gut? Naja, also gut gelaufen ist für uns der 5. Februar 2020 gewesen, wo es uns gelungen ist, unser Wahlversprechen wahrzumachen und den Ministerpräsidenten Ramelow und seine rot-rot-grüne Koalition abzulösen. Das ist gleich verbunden mit der größten Enttäuschung, nämlich, dass dieses parlamentarisch einwandfreie Votum keinen Bestand hatte und dann durch Intervention von außen hintertrieben worden ist. Ne? Daran merkt man eben, dass politische Entscheidungen eben nicht allein im Plenarsaal getroffen werden, sondern sehr, sehr starken Einflüssen von außen auch unterliegen. Eine weitere Enttäuschung war natürlich für uns der Umgang mit den Corona-Maßnahmen, mit den Grundrechten während der Corona-Zeit. Wir hätten es uns im Leben nicht vorstellen können, dass die permanent uns vorwerfen, wir wären Verfassungsfeinde, die Versammlungsfreiheit vollständig beenden, die körperliche Unversehrtheit völlig abkippen, ja, und sagen, nein, es gibt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und wer die nicht einführt, wird sozial und gesellschaftlich ruiniert. Ja. Soldaten gibt es die, glaube ich, heute noch, ja, obwohl mittlerweile klar ist, was für gravierende auch Nebenwirkungen bis hin zum Tod bei dieser Impfung entstehen können. Das war für mich, ja, und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass sämtliche Schutzmechanismen versagt haben. Die Opposition hat versagt, ja, obwohl sie hier die Mehrheit hatte. Ja. Die Gerichte haben versagt. Alle haben sie gesagt, die haben einen hohen Einschätzungsspielraum in der Landesregierung, lass die mal machen. Und die haben es gemacht. Ja, die konnten einfach volle Kanne durchziehen. Das fand ich sehr ernüchternd. Und ich glaube, nicht nur ich, das fanden auch viele Menschen auf der Straße ernüchternd. Also dieses Institutionsvertrauen, was dramatisch abgesunken ist, ist vor allem auch darauf zurückzuführen. Ja, aber wir wollen da auch mal ganz klar darauf verweisen, dass Impfen nicht nur Menschen geschadet hat. Ne? Es gibt ja nun auch viele, viele Statistiken, die ganz klar sagen, dass es geholfen hat, auch etwas zu verhindern. Aber darum geht es ihm wahrscheinlich gar nicht, sondern wahrscheinlich eher um den Punkt, dass in gewissen Bereichen eine Impfpflicht bevorzugt wurde. Also zum einen geht es mir um die Manipulation der Menschen. Ne? Die RKI-Protokolle haben jetzt offengelegt, dass zum Zeitpunkt der Einführung der Impfpflicht die Aussagen, die Impfung wäre sicher, bereits widerlegt war. Ja? Auch, dass über eine Impfung kein signifikanter Schutz für die Gesamtbevölkerung erreicht werden kann. Auch das steht in den AKI-Protokoll schwarz auf weiß drin. Es wurde das Gegenteil behauptet. Man hat die Menschen manipuliert. Ja? Und das ist eine weitere Enttäuschung für mich. Da werden keine Konsequenzen daraus gezogen. In jedem vernünftigen Land der Welt, was auf sich hält, würde eine Aufarbeitung erfolgen. Hier geschieht es nicht. Was unterscheidet Stefan Möller im Jahr 2024 von dem, der im Jahr 2019 den Landtag eingezogen ist? Es war ja Ihre zweite, ne? Ja, das ist jetzt meine zweite Legislatur. Naja, mir ist. Ich hatte tatsächlich am Anfang der Legislaturperiode die Hoffnung, dass eine Stärke von 23% normaler behandelt wird. Ja, also dass wir. Dass die anderen politischen Kräfte wahrnehmen, man kriegt die AfD nicht klein, indem man sie weiter ausgrenzt. Man muss sie in irgendeiner Form politisch einbinden, sich mit ihr politisch auseinandersetzen. Naja, und meine Enttäuschung ist natürlich, dass genau das Gegenteil passiert ist. Man hat uns noch stärker ausgegrenzt, man hat uns noch feindseliger behandelt. Ich meine, die ganze Beobachtung mit dem Verfassungsschutz ist innerhalb von einem Jahr hocheskaliert worden bis zum Beobachtungsfall. Ja, das ist natürlich, und dann natürlich auch der Umgang mit uns, ne? Also dass man unsere Mitglieder nicht wählt, uns aber vorwirft, wir würden die parlamentarische Demokratie beschädigen. Ja, man ignoriert aber das Wählerergebnis und sagt, nö, die lassen wir, diesen Teil der Wähler und deren Repräsentanten lassen wir außen vor. Ja, das ist für mich sehr enttäuschend gewesen. Für mich ist klar geworden, egal wie stark wir sind, ja,
der Vernichtungswille uns gegenüber ist enorm hoch und wir werden da noch sehr viel ertragen müssen. Und es wird halt ein dickes Brett sein, was wir bohren. Ne? Und wann wir durch sind, das kann in 2 Jahren sein, das kann im September der Fall sein, das kann aber auch erst in 10 Jahren der Fall sein. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir nur der Beginn einer Reformbewegung sein werden, die Jahrzehnte braucht, damit dieses Land wieder zur Vernunft kommt und normal miteinander umgehen kann. Man ist am Thüringer Politikhimmel mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht ein weiterer Akteur aufgetaucht. 2-stellige Zustimmungsraten lassen stark vermuten, dass es auch mit einem Landtagseinzug gelingt. Wie ist denn der Blick der AfD auf die neue Konkurrenz? Naja, wir sehen das natürlich einerseits mit einer gewissen Schadenfreude, weil es hat ja gravierende Auswirkungen, insbesondere für die Regierungspartei Die Linke. Also von der ist ja nur noch ein Schatten übrig, auch dank Sarah Wagenknechts Truppe. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass sich das Personal von Sarah Wagenknecht hier in Thüringen aus der Linken im Wesentlichen rekrutiert. Ne? Also Frau Wolf ist eine klassische Ramelow-Linke, würde ich sagen. Ja, da gibt's passt kein Blatt dazwischen. Und es gibt auch weitere Vertreter, die genau in dieselbe Richtung gehen. Also ich fürchte so ein Stück weit, dass natürlich auch die Gründung dem Zweck dient, Stimmen von der AfD abzuziehen und dann wieder in einem linken Regierungsbündnis mit der Linken, mit der SPD, mit der CDU zuzuführen und da eben eine Fortsetzung der etablierten Politik zu ermöglichen für weitere 5 Jahre. Das ist das Risiko, was wir sehen. Ob sich das so zuträgt, wissen wir nicht. Ne? Wir kennen die Protagonisten noch nicht alle. Wir wissen nicht, wie fair die mit uns umgehen, ob sie einen anderen Kurs fahren, ob sie bereit sind, die AfD auch als politische Kraft wahrzunehmen und mit ihr umzugehen oder ob sie den totalen Ausgrenzungskurs gegen uns fahren. Ich fürchte, bei Frau Wolf wird Letzteres der Fall sein, bei anderen vielleicht nicht. Mal schauen, wer sich durchsetzt. Stefan Möller, stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Wir bleiben im Gespräch. Vielen Dank. Tschüss. Danke.